Hallihallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Episode von Pokémon. Wir machen das jetzt schon fast einen Monat. Wow. Zeit vergeht. Jedenfalls machen wir uns jetzt auf den Weg durch den Tunnel, wie wir eigentlich hier sehen können. Viel hat sich nicht wirklich getan. Ja, das Team ist gleich geblieben. Wir werden erst wahrscheinlich, wenn wir durch den Tunnel sind oder im Tunnel bleiben, je nachdem, also nach der Folge werde ich vielleicht dann anfangen zu grinden. Auf jeden Fall vor Misty werden wir dann wahrscheinlich grinden müssen. Weil es nicht ganz so leicht sein wird, gegen sie zu kämpfen. Zumindest mit unserem blöden Pikachu. Was haben wir da? Kugelsaat. TM9. Können wir mal nachschauen, was das eigentlich ist. Wo haben wir die hier? VMTM-Box. Öffnen wir mal und da können wir sehen. Verschießt 2 bis 5 Samen gleichzeitig auf den Gegner. Also eine Pflanzenattacke. Nee. Ich sollte vielleicht auch ein Pflanzen-Pokémon haben in meinem Team, aber ich weiß nicht. Ich werde zumindest auf jeden Fall ein normales Pokémon haben müssen, weil ich will in meinem Team dann neben meinem Ornstein-Pikachu einen Relaxo haben mit namens Moe. Das muss sein. Und sonst, wie sich das Team verändern wird, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mein Glutexo, das wahrscheinlich dann irgendwann ein Glurak sein wird, behalten wird bis zum Ende. Das muss. Und vielleicht meine Fliege werde ich dann loswerden. So ziemlich jedes Pokémon könnte man eigentlich fast schon sagen. Das kein Dark Souls-Namen hat, das würde ich nicht wirklich nutzen. Und wenn es einen hat, dann könnte es sein, dass es dann irgendwann gewechselt wird, ausgewechselt wird. Schauen wir, Donnerschock war letztes Mal nicht wirklich so effektiv. Wie effektiv ist es jetzt? Nicht wirklich. Bibi, Bibi, Bibi. Als Kind war das immer wieder lustig mit Bibi. Weil er Bibi. Nein, komm, nicht Gesang. Danke. Beides ging dann Slam. Yes, ein Volltreffer. Ein Volltreffer. Was sind wir sonst? Na, das war's. Wow. Ich habe verloren. Ja, du hast verloren. Missy. Oh nein, sie heißt nicht Missy, aber ich nenne sie Missy. So, ich weiß nicht, ging es hier? Ich glaube, hier ging es eh nicht weiter. Das ist dann gut. Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwielichtige Gestalten. Ja, das ist auch ein Text, den ich noch im Kopf habe. So häufig hier den Anfang gespielt. Unglaublich. Gerrit. Hört sich recht österreichisch und bayerisch an, so in dieser Umgebung, aber ich bin kein Profi für Namensgebung. Das heißt, der Name könnte auch woanders herstammen. Also sicher nicht aus dem englischen Raum, glaube ich zumindest. Wieder ein Volltreffer. War es das schon etwa? Ein Kokuna. Nein, wir wollen nicht wechseln. Gib mir dein Kokuna. Kokuna. Schocken wir dich auch mal weg. Gegen die ganzen Stein-Pokémon können wir sowieso keinen Schock benutzen. Da müssten wir dann unsere normalen Attacken aufheben. Gerrit ist besiegt und du hast mich eiskalt erwischt. Sehr schön. So, Item. Paraheiler. Gut, dass wir keinen gekauft haben, sondern gefunden haben. Das sieht immer so seltsam aus für mich. Genau, Steine sollte man auch immer wieder anlabern. Jetzt erinnere ich mich daran. Zubat. Ein Zubat können wir auch fangen. Gucken wir mal, wie stark ein Rückzug-Hieb ist. Muss eigentlich nicht so stark sein. Blutsauger. Ja, das war nicht wirklich so stark, um ehrlich zu sein. Versuchen wir es einfach mal zu fangen, ob das jetzt schon geht. Pokéball, los. Komm. Pokéball, Pokéball. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Sehr schön. Wobei dieses komische Knistern da von diesem Licht, das war ein bisschen seltsam, aber gut. Es hat keine Augen. Zur Orientierung nutzt es seine Ultraschallwellenschreie, um in der Dunkelheit zu fliegen. Es ist eine Fledermaus. 7,5 Kilo, wow. Nicht schlecht, muss dann recht groß sein. Zubat, 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 nee. Ich glaube, später können wir sie umbenennen, wenn es sein muss, aber nee. Hier unten was? Nope. Ah ja, die Steine wollen wir eigentlich anlabern. Aber jeden Stein? Ist nicht so interessant. Wir wollen einfach nur unseren Spaß haben. Ich glaube nicht, dass es eigentlich so ernst zu nehmen ist wie ein Komplettrun. Um ehrlich zu sein, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Von daher, ich würde extrem viel auslassen. Stelle ich mir zumindest selber vor. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, was eure Meinung dazu ist. Könnt mir schreiben. Ich finde es irgendwie komisch, dass ich das immer wieder erwähnen muss, aber ich tue es trotzdem.
Wieder in Subat. Wow. Na komm. Wir donnerschocken dich und du bist weg. Schauen, ob das dann ausreicht für Level 22. Ich glaube nicht. Ich glaube, so viel soll es eigentlich nicht geben. Knapp. So, dann rechts nach unten wäre gut. Und die Leiter noch nicht benutzen. Noch ein Zubat. Wow. Können wir mal aufhören mit dem Zubat? Können wir nicht Kleinstein oder Onyx oder sowas nach mir werfen? Bitte. Wäre viel interessanter. Und besser. Denn ich muss die fangen. Naja, ich muss sie nicht fangen. Ich will sie aber fangen. Damit ich so schnell und so früh wie möglich mir bestimmte Items holen kann. Weil ich glaube, man muss den Pokédex halt recht hoch haben. Damit man an bestimmte Sachen rankommt im Spiel. Und schon wieder ein Zubat. Wow. Ornstein, Ornstein, Ornstein. Go, 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 go. Blitzes. Kokles. Mach Toast. Zubat Toast. Wie wird das schmecken? Egal, solange Schinken da ist und vor allem aber Käse, ist es egal, wie schmecken würde. Hey, schleich nicht so herum. Creepy. Weil der hat ein weißes Hemd an. Streber Mirko. Streber Mirko. Ein Magnetilo. Hallo. Slam wir es zu Tode. Ich meine nicht zu Tode, ja, bei den Pokémon sterben die Pokémon nicht. Zumindest glaube ich das. Wobei, wenn man sich Fanfiction anschaut von einigen Leuten, dann glaubt man das nicht mehr. Wieso nutzen Donnerschlag? Ich wäre voll dafür, wenn man Donnerschlag auf irgendwie so Donner-Pokémon oder elektrische Pokémon einsetzt, dass sie sich heilen. Das wäre eine nette Mechanik. Ob es das schon gibt? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das sagen. Das wäre auf jeden Fall nett. Ein Voltoball, das explodieren kann. Das ist immer wieder nett. Und so ist kämpfen. Streber Mirko. Schickt einen Voltoball in den Kampf. Ich glaube, einer meiner Abonnenten, der heißt Volleyball. Ich wollte Ball. Zu viele Pokémon, zu viele Pokémon. Ein Slam. Ein Slam ist gut gegen den. Interessant. Ging auch immer. Ich beschwere mich nicht. Meine Pokémon bringen es nicht. Oh. Armes Kerlchen. So, was haben wir hier? Einen Trank gefunden. Sehr schön. Bitte sei was anderes. Ein Zubat, Zubat, bitte sei was anderes. Oh, Zubat, hey. Also nicht. Oh, Zubat, hey. Oh, Zubat, hey. Bitte sei was anderes. Oh, Zubat, hey. So. Sehr effektiv. Danke. 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 Fliegende Körper leiten gut Strom. Deswegen auch immer. Was haben wir hier? Sonderbonbon. Warte, das sagt mir irgendwas. Ich glaube, das war was Interessantes. Was ist eigentlich eine Bonbon? Nicht eine Bonbon, nicht eine Bonbon, nicht eine Bonbon. Da. Ein energiereiches Bonbon, das den Level eines Pokémons um 1 anhebt. Ah, genau, das war das. Ich glaube, das hebe ich mir auf, wenn mir nur noch mehr ein Level fehlt, um meinen Glutexer zu entwickeln. Oder ich vergesse komplett da drauf. Wer weiß. Das Gute ist bei Pikachu, es entwickelt sich nicht von selber. Man braucht einen Donnerstein. Ohne einen Donnerstein keine Chance. Gut, 69. Wer bist du? Du erreichst Azuria City, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Danke für die Info. Dankeschön. Ich will nicht wissen, wie viele Leute hier Trainer sein wollten und dann irgendwo hier in der Gosse abhängen. Magnus heißt er. Weil das wäre doch irgendwie total schlimm, oder nicht? Kinder, die kleine Viecher fangen, bellen und dann in der Gosse wohnen. Naja, einfach weitermachen und das ignorieren. Probleme der ersten Welt oder einer Spielerwelt. Sei nicht so interessant. Aber was ich eigentlich schon in Britannia Wald sagen wollte, wo ich über das Pokémon MMO gesprochen habe und ich spreche es auch mal an. Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, nein, ich will nicht wechseln, dann schaut euch einfach das vorige Pokémon-Video an. Oder das vorvorige. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war das vorvorige. Also Nummer 3 müsste es sein. Dann wollte ich eigentlich sagen, dass ihr dort in diesem MMO-Bereich eigentlich nicht gegen feindliche
der Pokémon-Trainer kämpfen müsst. Die sehen euch nicht. Ihr müsst sie anlabern. Was auch ein bisschen seltsam ist. Na gut. Wahrscheinlich, weil so viele Leute da sind und die führen sonst hin und her rennen. Oh, doch, rechte Seite. Crap. Schauen, ob man von da darüber kann. Und ob wir weiterhin gegen eine Armee von Zubats kämpfen werden. Man weiß ja nie. Komm. Fall um. Genau, fall um. Und weiter geht's. Können wir da durch? Ja, da können wir rüber und... Wenn ich könnte das Item einsetzen. Ein Kleinstein. Wow. Also machen wir einen Ruckzuck. Hier mal schauen. Ich hoffe, das macht ihn nicht ganz kaputt. Nein, das ist gut. Lehmsula. Ha. Gut gegen Elektro. Das ist interessant. Er mag's dreckig. Vor allem ist es ein männliches Kleinstein. Bis jetzt hatte ich, glaube ich, nur weibliche, wie ich das früher gespielt habe. Weil, wie gesagt, ich habe Feuerrot auch gespielt, neben Rot und das war das andere Silber, glaube ich. Weil mein Bruder hatte Gold, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Ich hatte das mit Lugia und nicht mit dem anderen. Keine Ahnung, wie der andere heißt. War schon Pokéball. Fang's ein. Komm. Yep. Ist ja schön. Kleinstein wurde gefangen. Eintrag im Pokédex angelegt. Was haben wir hier? Kleinstein. 20 Kilo. So klein? So klein ist ein Zubat. Wow. Und schwer. Sehr viel schwerer. Mehr ist doppelt so schwer. Zweieinhalb so schwer. Oder? Zweieinhalb Mal, ja. Aufgrund seiner runden Form kann man es leicht aufheben. Manche Menschen haben es auf andere in einer Schneeballschlacht geworfen. Ich schmeiße ein eigenes Pokémon auf Leute. Wow. Wow. Nein. Wieso sind Menschen so gemein? Fluchtteil. Nett. Damit können wir aus Kämpfen, glaube ich, flüchten. Das erinnert mich irgendwie wirklich an die ganzen Pokémon-Sachen und Propagandamaterial von der PETA. Ja, der Tierschutzorganisation. Genau daran erinnert mich das. Und dann denkst du dir, okay, Fanfiction und vor allem PETA-Propaganda hat schon auch irgendwie was an sich. Stellen sie komisch aus, ist aber nix. Hallo, ich grabe Fossilien hier am Mondberg aus. Manchmal hilft mir Rocco, der Arenaleiter von Malmonia City. Nett. Lady? Läuft einfach an mir vorbei. Noch ein Kleinstein. Brauchen wir einen Kleinstein? Nein, wir brauchen keinen. Ein Slam? Was für Schaden? Rum? Aber wir. Tackle. Oh, das wirst du bereuen. Noch ein Slam und. Ich glaube, wir brauchen wirklich zwei Teile für dieses ganze Gebiet. Ist doch nicht so klein. Nicht so klein. Ornstein erhält 86 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich gehe mal hier durch. Ich hoffe, dass wir nicht dadurch wirklich irgendwie arg weiterkommen. Ey, nicht? Team Rocket ist auch hier. Wir sind das Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Räuber. Dann zeig mir mal, was du geraubt hast. Rüpel. Ein Team Rocket Rüpel. Rüpel. Ja. Ein Slam. Schon wie das so abgeht. Ja. Nicht ein Sandwirbel, komm. Wieso machst du sowas? Ein Ruckzuckhieb. Geht doch. Wirf mir einfach Dreck und Sand ins Gesicht. Besser gesagt, meinem kleinen Ornstein. Das ist nicht nett. Haben die kein Benehmen? Anscheinend haben die kein Benehmen. Ein Ratzfratz. Ein kleiner Donnerschock, komm. Ist paralysiert, sehr schön. Und jetzt, Shocking. Bam. Ein Schock. Ich stelle mir mal vor, vielleicht zeigt den Kuschelbilder. Und sag, ey, guck mal. Das ist deine Mama. Äußere nicht. Gut. Als nächstes ein Zubat. Nein, wir haben...
Also wenn Ornstein nicht genug Erfahrung hat mit Zubats, dann weiß ich nicht, wer auf der Welt so viel Erfahrung haben könnte mit Zubats. So, Donnerschock. Das müssen wir fertig machen, komm. Genau. Sehr schön. Okay. So, dann haben wir den besiegt und dann geht's weiter. Jetzt habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Er sagte so, verdammt, wie erkläre ich das meinen Partnern? Gar nicht? Vielleicht? Sternstück. Ein Sternstück nochmal. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was diese ganzen Items sollen. Sternstück. Ein schöner roter Edelstein, der einen hohen Preis erzielen kann. Achso. Das ist nur Cash. Cash, Cash, Cash. So, also dann wieder zurück, dann mit der Lady da sprechen und sie besiegen. Und wenn wir das gemacht haben. Ja, komm, geht doch. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja, kann man. Stell dir vor, es ist eine dunkle, große Höhle. Wobei ich mich trotzdem frage, was eigentlich das Ganze beleuchtet. Eremiriam. Ein Mirapla. Eine Pflanze. Hast du schon Salat heute gegessen? Wenn nicht, dann slam es. Sehr schön. Ornstein kann man sich verlassen. Wenn er mit seinem Arsch aufkommt, dann bleibt nichts da. Ein Knofenser. Nein. Ich glaube, Knofenser war irgendwie das Pokémon, das nur damals für Blau erhältlich war und Miraplando für Rot. Ich glaube, dass es so war. Also gut, dass ich mein Pikachu wie... Naja, ja, eigentlich schon, dass ich das Pikachu wirklich Ornstein genannt habe. Denn der Arsch-Slam von Ornstein haut auch rein. Nein, ich habe verloren. Ja, das ist verloren. Sorry. Sorry. So, da wird es auch weitergehen, aber die Ebene da, die ist eigentlich noch erkundbar. Ein Paras. Ich glaube, das Käfer und Pflanze, das ist doch interessant. Von daher versuchen wir das zu fangen und es geht. Das war knapp. Das war knapp. Und es ist paralysiert. Von daher, wenn wir es nicht fangen können jetzt, dann weiß ich auch nicht wann. Es ist sowas von kaputt und sowas von verletzlich. Ich glaube, wir sollten es Engie nennen. Aber sonst weiß ich nicht, zu wem das sonst passen wird, der Name. Weil es hat was auf dem Körper. Es hat keinen Eierkopf, aber ja. Jupp. Was haben wir da? Paras. Auf seinem Rücken wachsen Pilze, die man Toshukaso nennt. Toshukaso. Hm. Die Pilze wachsen mit ihrem Wirt. Nett. Also er wird dicker, die werden dicker. Er ist recht klein. Dafür aber recht schwer. Ja, nennen wir ihn einfach. Was haben wir jetzt eigentlich gesagt? Wow. Wow. Engie. Mal schauen, ob ich es überhaupt richtig schreiben kann, auswendig. Ich glaube mit G und dann Y. Nein, nicht Ü. Also Ü. Komm. Ich glaube, so schreibt man ihn. Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Komm. Engie. Ja. Okay, er ist auf unserem PC und wir laufen weiter. Das wird dann wahrscheinlich dein letzter Kampf sein. Bist du auch auf Forschungsreise? Jein. Gaston. Gaston. Wieso sie alles so Ratten haben, das verstehe ich nicht. Egal. Oder wir machen wirklich nur das kleine Stückchen da oben. Ich glaube, wir machen nur das kleine Stückchen da oben. Und dann, wenn wir neben der Leiter stehen bleiben oder einfach die Leiter betreten, ja, damit wir das nächste Mal wissen, dass wir da durch müssen. Nein, wir wollen es nicht wechseln. Ich habe... Was nimmt da wieder ein Radfratz? Wow. Also der hat wirklich eine große Bandbreite an verschiedenen Pokémon mit sich, ja. Das muss man sagen, da muss man ihn loben. Und ein Zubat, wow, und Zubat. Wo hast du das denn her? Ja, ich weiß, dass du es von hier hast. Bitte. Komm. So. Blitz, Blitz, Blitz. Und ist kaputt. Das war ein richtig harter Kampf. Und wir haben Gaston besiegt. So ein Mist, verloren. Ja, ja. Du kleiner Teenager. Du bist, glaube ich, nicht der Hellste, oder? Da haben wir einen Wanderer, glaube ich. Wieder einen kleinen Stein. Wirklich.
Kleinstein. Kleinstein zeigt sich mal wieder. Ich glaube, das ist Nummer 3. Nein, wieso daneben? Schau, er sucht sich in Lehm für dich, ja. Die Stärke der Elektroattacken nimmt ab oder sowas. Nicht sehr effektiv, bla bla. Ein Igler, er macht sich defensiver. Komm, jetzt zeigen wieder dein Püppchen. Machen wir dich. So wie das Slimes hast du sowieso nicht mehr. Nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ah gut. Wir wollen hier weiter. Ah, da geht's ja auch weiter. Da müssen wir uns entscheiden. Entweder hier oder dort. Ich weiß nicht, welche Leiter wir genau nehmen sollten. Vielleicht die und dann die dort. Hm. Na, dann bleiben wir einfach draußen und werden in der nächsten Episode dann entscheiden, welche wir denn nehmen werden. Wir holen das Item, machen den einen Trainer noch kaputt und dann war's das. Wir haben ihn ein bisschen überzogen, glaube ich. Ein Mondstein. Nett, den brauchen wir dann später vielleicht. Ey. Egal. Hilfe, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Kinder können auch stehlen. Und dich fertig machen. Ah, egal. Wanderer Rufus. Ein Kleinstein wird von ihm in den Kampf geschickt. Wow, ein Kleinstein. Dann bereite dich vor auf den Slam, der daneben geht. Schon wieder. Ja. Ich glaube, wir wechseln dich aus. Also, wie kannst du so häufig mit deinem großen Popöchen da daneben liegen? Wirklich. So eine ernst gemeinte Frage. Wie kannst du daneben ziehen? Von daher werden wir unseren Solaire mal draußen lassen. Der wird die ganzen Pokémon des Wanderers auseinandernehmen. Ja, Kleinstein wieder. Nein, wir wollen nicht. So, was haben wir hier? Ein Kleinstein. Was machen wir? Metallklaue. Wie ist sie? Sie geht daneben. Solaire. Ich meine, in Dark Souls verschießt du deine Blitze auch mal so blöd, dass sie nicht treffen. Aber hier kannst du wenigstens treffen. Dankeschön. 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 Jetzt noch ein Pokémon hat er, glaube ich. Er ist Level 20. Kann er was Neues? Ja, Rauchwolke. Ich glaube, das nehmen wir lieber. Dann nehmen wir Heuler mal weg und schauen. Was ist Rauchwolke eigentlich genau? Das sind Genauigkeit. Yep. Und der Heuler ist der Angriffswert. Ja, wechseln wir es einfach, weil so oder so wollte ich Heuler eh verlernen. Er lernt Rauchwolke. Sehr schön. Als nächstes wird Onyx in den Kampf geschickt. Nein. Komm, den zerkratzt du jetzt auch noch. Brav, komm. Level 10 nur, muhaha. Komm. Metallklaue. Und ein Volltreffer. Sehr schön. Sehr effektiv. Onyx wird besiegt. Solaire hält 231 Experience. Spieler besiegt Wanderer Rufus. Wow, das mich total überrumpelt. Yep, das haben wir. Okay, der ist fertig. Wir haben dann, wie gesagt, diese zwei Eingänge oder Ausgänge, je nachdem, wie man sehen will. Wir werden einfach mal abspeichern. Und werden dann somit so ziemlich dann fertig sein. Für dieses Mal. Würde ich einfach mal sagen. In der nächsten Episode, das wäre dann die Episode 6, wenn wir uns dann endlich hier rausbegeben, hoffe ich dann. Und dann bis zur 7. Episode, denke ich mal, ein bisschen trainieren. Oder das wird schon die 6. Episode sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir damit fertig. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal im Pokémon. Feuerrot. Oder so. Bis dann.